Eine Trauerfeier als Rockeraufmarsch. Hunderte schwarz gekleidete Männer fahren mit ihren Motorrädern vom Friedhof in Wanne-Eickel. Insgesamt kamen 1000 Menschen zum Abschied von Jaden. Der 9-jährige Junge war das erste Opfer des 19-jährigen Marcel Hesse und wurde mit über 50 Messerstichen getötet. Zur Beerdigung des Jungen kamen viele Mitglieder der verfeindeten Rockervereine Bandidos und Hells Angels. Denn Jadens Stiefvater ist selbst Mitglied der Bandidos in Essen. Schon am Mittwoch wurde den beiden Opfern, Jaden und Christopher, in Herne bei einem Gottesdienst gedacht.